Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Lieblingskleinen Wollspiel. Jani? Ja, Lieblings-Jani Unravel. Ja, mit dabei ist natürlich wieder das Schnittchen, wie ihr schon gehört habt. Ne? Hallöchen. Und wir müssen wieder mal loszappeln zum nächsten Bild, gell? Wir hatten ja nicht mehr ganz so viel. Nee, zwei, glaube ich, waren es noch. Ja, irgendwie, ne? Mhm. Ja, wir gucken mal jetzt so. So. Hui, so, dann ging es hier weiter. Warte. Ja, übers Klavier. Genau, wir müssen übers Klavier wieder nach oben. Alter Schwede, ist das ein Weg, du. Schwupp, schwupp, bling, wupp, bling, wupp. Bling, bling, bling. Ja, jetzt. Spiel mal Lied, los, komm schon. Nee, ich kann nicht spielen. Ich kann nicht spielen. Achso, ja dann. So, Rost. Rost war's, ne? Ja, Ritter Rost. Ritter Rost, okay, dann geht's jetzt mal los auf zum Rost. Was das auch immer bedeuten mag. Ich glaube, das wird genauso unlustig wie beim letzten Mal, ne? Meinst du? Ja, aber okay. Obwohl, komm, das letzte Level ging aber. Ja, wir waren, ach, guck mal, die lieben. Du warst älter, vielleicht deswegen Rost? Ja, die sind eingerostet. So wie bei uns beiden. Ja, weißt du noch? Kubus. Ach, guck mal, wir sind weiter im Schnee unterwegs. Festo. Ja, so. Okay. So cute. So, jetzt ist die Frage. Was müssen wir jetzt hier... Oh, Auto. Ein Auto. Ein altes Auto. Pupp. Das ist ja voll cool gemacht, oder? Oh, geil. Was denn hier? Das hier fällt mir aber. Guck mal, da müssen wir wahrscheinlich eine Wippe bauen. Hä? Ach, da unten ist der andere. Okay. Hm. So. Oh, noch ein kaputter Auto. Und dann machen wir... Da. Kannst du hier auch dran hängen. Warum auch immer. Vielleicht musst du es runterziehen oder so? Ich versuch das mal. Nee, ne? Doch. Nee, doch, nee, doch. Was denn jetzt? Nee, das geht nicht. Hui! Oh, geht nicht. Hui! Ja, irgendwofür muss das ja sein. Ah, in die andere Richtung. Hä? Nee, geht nicht. Auch nicht? Geht nicht. Ja, wofür bist du gut? Vielleicht muss das da unten... Nee, das ist ja Blödsinn. Du kannst ja nicht abmachen, oder? Hm. In die andere Richtung sah schon nicht schlecht aus, finde ich. Nee, nach rechts, nicht nach da, links oder runter. Schätzelei. Okay. Wir nehmen das nochmal mit. Bewegt sich aber auch nicht wirklich viel jetzt, ne? Nee, dann lassen wir's. Kann uns mal gerne haben, so. Genau, wir gehen jetzt einfach weiter. Noch ein altes Auto. Oh, guck mal, da geht's nicht weiter. Da ist unser Garn. Hä? Da kommen wir gar nicht hin. Wieso nicht? Ja, weiß ich doch nicht. Wie ist denn das? Aber wir haben doch kein Garn verschwunden. Können wir vielleicht unten rumgehen? Nee, ne? Nee, das geht. Daher? Ja. Hast du irgendwo Garn verschwendet? Nee, habe ich nicht. Wir haben ja gar nicht so viel. Wir haben es nirgendwo festgemacht. Nee, da ist denn was. Das geht nicht. Oh, der Arme sieht sehr mager aus, wie der Suppenkasper. Ja, also wir haben irgendwie nicht genug Garn. Und wenn du da jetzt nochmal hochgehst... Ja, und da oben dran springen vielleicht. Losmachen. Ich weiß nicht, ob das klappt mit dran springen und dann... Nee. Losmachen und dann? Ja, und das Garn irgendwie zu dir hinziehen von links. Keine Ahnung. Geht nicht, ne? Was für ein Garn? Na, den Resttau, den du da hinter dir her schleppst. Nee, geht nicht. Meinst du, kannst da hochspringen? Dran? Nee, da so? Komme ich nicht dran. Nee, ne, du musst über diese Flitsche. Und wenn du dann oben rumgehst, dann hast du zu wenig. Vielleicht doch irgendwo da was mit dem Hebel. Aber was? Ah, lass dich mal runter und dann da reinschwingen vielleicht. Vielleicht da oben einmal, dass du das festmachst. Ja, ich vermute mal eher, dass wir das losmachen müssen.
dass wir was losmachen müssen. Ja, aber es geht doch nicht. Aber er macht das ja auch nicht so, wie ich das will. Nee. Siehst du, weiter geht nicht. Da festmachen. Stopp. Ja. Mal einen Knoten dran. Einen Knoten dran? Ja. So, jetzt runterhängen lassen und nach rechts baumeln. Da rein. Genau. Obwohl das ja auch Blödsinn, ne? Das geht nicht. Das geht alles irgendwie nicht. Genau, jetzt zieh dich mal wieder hoch. Warte mal, ja. Und wenn du oben bist, dann wieder losmachen. So, dann machen wir hier alles los. Genau. So, und jetzt wieder hoch. Da, wenn du dann oben bist, wieder losmachen und dann nochmal nach rechts starten. Vielleicht haben wir dann genug Garn. Bitte, bitte, lass es reichen. Bitte, 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 bitte. Ja! Alter, das war jetzt aber echt eine schwierige Geburt, du. Würde ich auch mal so sagen. Meine Herren, Gesangsvereine. Oh ne, nicht schon wieder. Da ist ein Rabe. Ist das unser Rabe-Freund oder Rabe-Böse? Weiß ich nicht. Ich glaube, da muss er eine Flitsche machen, um da rechts drüber zu kommen. Meinst du? Bin ich mal ziemlich sicher. Okay. Okay. War gar nicht so schlecht, ne? Ja, der war gut. Ja, okay, da müssen wir versinken hier im Schnee, du. Oh, oh nee, im Schnee. Oh doch, da ist. Wieder Garn. Ja. Und alle. Wir sind bestimmt am Schrottplatz. Deswegen auch Rost. Ja, hab ich auch schon überlegt. Mit die alten Autos. Ah, Hilfe! Der war jetzt aber bösartig wieder, ne? Ja, das war richtig hinterhältig, will ich mal behaupten. Aber schön gemacht, der Hintergrund. Konntest du ja vorhin nicht sehen. Oha, wie cool. Weiter, weiter, laufen. Muss bestimmt mitrollen. Ja. Und? Wow. Genau. Und los geht's. Und schum, pfum. Okay, darüber. Alter Schwede. Das ist aber echt fies hier. Das ist bestimmt ein toller Kinderspielplatz. Also ja, ich wäre da bestimmt. Als Kind bestimmt gerne. Zim. Oder? Garn. Immer her damit. Okay, wir sind hier echt im Dunkeln. Ich sehe nichts. Pass auf. Nicht, dass da wieder was rutschen tut, nicht? Als hätte ich es gerochen, ne? Ja, das ist wieder bösartig. Ja, hätte ich mir besser die Klappe gehalten, wa? Alter, du bist ja richtig Tarzan. I'm Tarzan, yes. And you are Jane. Und jetzt Ippi. Okay, wir sind auf jeden Fall wieder... Boah, die erste Erinnerung. Ah, wir sind wieder ein ganzes Stückchen weiter. Aha. Ein Schneehund? Hund? Schnee? Schneehund? Ja, hier, das war ein Husky, ne? Ja. Oh, und Garn. Garn, Garn, Garn. Und wir haben weiße Beinchen. Boah, wenn wir da dran springen, garantiere ich dir. Fällt es nicht runter. Aber guck mal, da oben ist eine Blume. I see the Blume. Okay, vielleicht kommen wir ja da dran. Alter. Nee. Also, da komme ich nicht wirklich. Warte. Versuch es mal. So weit kommt. Nee, da kommen wir gar nicht hin. Guck mal. Nee, ne? Da oben ist zu. Nee, müssen wir von der anderen Seite dran. So. Aber du musst irgendwie hoch. Du kannst nicht weiter nach rechts, gell? Du kannst vielleicht jetzt versuchen, dich darüber zu schwingen. Okay. Das ist aber äußerst merkwürdig. Wie komme ich denn hier dran? Nach rechts. Dann da. Nee, das. Oder? Da ist ja nur was zum Festhalten. Ey, ist so kacke blöd manchmal mit den Blumen. Ja, da sagst du was. Ey, die Geheimnisse können uns mal. Okay.
Okay. Vielleicht können wir da was machen. Warte mal. Bis auf dass das da rumbaumelt, tut sich da nicht viel, ne? Nee. Nee. Geh mal weiter nach rechts. Da habe ich nämlich noch was gesehen. Da können wir eine Sprungschanze machen. Da oben ist noch Garn. Ja. Und vielleicht dann nochmal rüber. So, wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Alter, ich habe schon gedacht, jetzt kommt da und frisst uns. Nee, aber das hier... Das ist bestimmt der eine Rabe. Der Rabenfreund, ne? Ja. Wir gehen mal weiter. Ich habe hier mal ganz viel Mühe gegeben, ne? Hm, ein Golden. Wie lustig. Können wir da nicht hoch? Nö. Nee, aber wohin jetzt? Schwingen. Wohin schwingen? I don't know. Hier ist doch gar nichts. Schwingen mal weiter. Das zieht nämlich ganz... Da rein vielleicht, ne? Oh, vielleicht komme ich auch noch da rein. Guck mal. Alter, das war schmerzhaft. Das hat richtig wehgetan. Scheiße, André. Ja, Schnee macht uns ja nichts. Wir können auch unten. Aber der bringt uns auch nicht weiter. Nee, wir müssen also oben rum, da in die Klappe rein. Ja. Alter, ist das scheiße. Aha. Oh, hier geht's auch weiter. Oh, wir haben was gefunden. Ist ja lustig. Cool. Okay, das heißt, wir müssen hier wieder rauf. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen, weil der Rabe ist etwas aggressiv hier. Nee, das glaube ich nicht. Das ist ein Lieber. Ja. Ja. Weil dein Wort in Gottes Ohr. Wenn er gewollt hätte, hätte er dich schon längst vom Himmel pflücken können. Wenn du da so fröhlich rumbaumelst. Stimmt. Das ist bestimmt unser Freund. Oh, nein. Fuck. Oh, Scheiße, das geht nicht. Boah, das ist echt schwer. Mhm. Wir müssen also irgendwie da reingeschwungen kommen. Also das Spiel wartet immer mit neuen Fiesigkeiten auf uns. Tarzan und die bösen Fiesigkeiten. Alter Schwede. Ja, so, jetzt müssen wir gucken. Gemein. Wow, jetzt müssen wir erstmal hier wieder ins... Ja. Boom. Ja. Boom. Ja. Weiter schwingen. 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 Und das sieht scheiße gut aus. Und jippa. Perfekt. Oh, und Garn. Alter. Oh, guck mal. Ist das ein Käfer? Nee, schade. Das sah gerade aus wie ein Käfer. Oh, guck mal. Aber das Auto gefällt mir auch. Mir auch. Hier ist... Was kommt denn jetzt? Ich weiß nicht, was... Aber das sieht nicht gut aus. Okay, wir müssen irgendwie. Ich bin mir auch nicht sicher, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Hm. Am Spiegel. Weißt? Weil ich halt da so geblitzt. Ey, wie sind gucken wir uns mal den Motor an. Wollen wir das mal reparieren? Und jetzt? Nach rechts weiter. Nee. Wo denn? Eier, ach, da unten. So, jetzt hier hoch. Mhm. Dann können wir uns hier eine Wippe bauen. Und wui! Fitsch. Okay, da sind wir schon mal oben. Mhm. Und wie kommen wir da hin? Da, ja. Aber ich glaube... das geht nicht. Was ist das? Ist das ein Gabelstapler oder sowas? Nee, ne? Nee. Geh mal runter. Okay. Ich guck mal, ob hier unten was ist. Genau. Rechts. Nach rechts geht nicht, ne? Nee. Geht gar nicht. Hätte ja sein können, dass du drunter herkommst. Kacke, verdammte. Also nochmal neu knoten.
Wir können hier die Dinger mitnehmen. Ja, aber ich denke nicht, dass... Wie wird sie da hochkriegen? Ich weiß es nicht. Du kannst es ja nicht festhalten. Ich denke schon, dass wir dann nach rechts müssen. Aber wie? Autsch. Ach du armer kleiner Jani. Aber wie? Hier geht's da nicht. Da oben hin. Aber. Das geht aber nicht. Warum so kompliziert? Das ist kompliziert hier. Okay, dann lass uns mal wieder zurückklatschen. Warum kannst du da runter? Oder ist das einfach nur so aus Spaß? Das ist, glaube ich, nur aus Spaß. Ist da noch irgendwas da unten? Ah! Ach, wie schön. Okay. Da fiel mir doch gerade ein Lied zu ein. Ja. Von Police? The Police? Aber es bringt uns nichts. Das weiß ich jetzt auch nicht, was das hier bringen soll. Was? Das ist ein Magnet. Weiter nach rechts. Muss der weiter hoch vielleicht, der Magnet? Oder du lässt den so und kletterst über den Magneten? Wenn du da hochkommst, ne? Was? Ah. Jetzt muss ich aber erstmal hier. Ist ja nicht so schlimm, muss ja nicht an sein, denke ich, oder? Doch. Damit du was siehst, ne? Ja, nee. Ich denke schon. Das hat schon, glaube ich, irgendwie seine Bewandtnis. Tolle Wurst. Jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Ist da irgendwas dran, wo man sich festhalten kann, dass du es doch ein Stückchen höher setzen kannst, musst? Um dann da drüber zu kommen vielleicht? Ich weiß es noch nicht so richtig. Wir kriegen das schon noch raus. Ein bisschen Geduld. Also ich, links wieder so. Und also ich bin mir sicher. Ja. Ich würde es mal so lassen, oder? Obwohl ich sehe da nichts, kein Schleifchen oder so, wo du dich hochziehen kannst. Aber ich würde es einfach mal probieren. Vielleicht sogar noch ein Stück höher, damit du da dich hochziehen kannst, oder? Warte, ich probiere mal. Ja, gut. Ich probiere mal, ob es so geht. Also das ist echt, das ist fies. Alter. Tricky, tricky, my dear. Aber so richtig tricky, ey. Ja. Wow, baby. Nee. Ja, deswegen meine ich den vielleicht ein bisschen höher setzen, dass, ja, du, dass du drunter stehen kannst, dass er sich hochzieht. Plupp, tschüss. So, ne? Ja. Könnt ihr ihn hauen. Aber ich bin mir nicht sicher. Da ist kein... Was denn? Kein Bändel oder so, wo man sich dran hochziehen kann. Wir probieren es nochmal. So, jetzt können wir drunter her. Warte mal. Vielleicht auf, jetzt hochziehen, dass ihr da oben das Ding da wegzimmert. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und den dann hinterher wieder runterlassen, dass du da dir das abziehen kannst. Oder wenn du das ausschaltest, dass das dann runterfällt, wenn es nicht mehr magnetisch ist.